Hey yo Freunde, euer Mr. Do It. Heute mal ohne Kaffee. Ich habe einen Stift in der Hand und einen Zettel. Wir werden heute ein bisschen was aufschreiben, damit ich das Ganze bestellen kann. Was genau werden wir heute tun? Genau, wie im Titel erkannt, Öl. Wo kommt es her? Ich muss dann wahrscheinlich die passenden Dichtungen, höchstwahrscheinlich, also ich sehe schon ein bisschen was hier, wo es in diese Richtung geht, passende Dichtungen dann morgen bestellen, damit wir sie spätestens übermorgen einbauen können. Heißt also, bevor ich euch hinten diesen schönen, wunderschönen Popo zeige, der mit Harz repariert wurde, machen wir hier vorne direkt weiter. Ich habe den Tisch auch schon freigelegt, das heißt, wir können die ganzen Teile auch schon direkt dahin legen, weil mit dem Ölverlust, den ich aktuell hier habe, brauche ich gar nicht erst zum TÜV fahren. Da kommt sowieso nur Müll bei raus. Deswegen werden wir uns heute dem Motor widmen und schon mal oben alles Mögliche demontieren. Ich werde euch dazu natürlich mitnehmen, das heißt, ich werde euch gleich hier hinstellen und wir fangen an, das ganze Ding zu demontieren und dabei können wir uns noch schön unterhalten und ich kann natürlich was aufschreiben. Let's do it! Den Werkstattwagen zu meiner Linken, euch bzw. die Kamera zu meiner Rechten. Wir beginnen als erstes natürlich vorsichtshalber mal damit, dass wir die Batterie abklemmen. Heißt 10er. Damit uns auch hier nichts um die Ohren fliegt, schauen wir den Minuspol ab. Zap. Ich überlege gerade, ob ich sogar, weil ich ja sowieso eine Getriebeölspülung mache, ob ich sogar den Batteriekasten rausnehme, weil darunter befindet sich von unserem Getriebe der Ölfilter. Ich glaube, da nehmen wir die komplette Schose ganz dann raus. Dann haben wir auch definitiv mehr Platz und können dann gleich auch den Ölfilter vom Getriebe mittauschen. Sehr gute Idee. So, das können wir direkt abnehmen. So. Und nehmen dann hier direkt die Batterie mal raus. Haha! Wenn ich natürlich den 13er noch löse. Wie konnte ich es vergessen? So, da ist der Halter auch schon lose. Jetzt kann die Batterie raus. So. Warte! Och, bitte! Ich dein Ernst, Alter? Da will er doch glatt nicht. Da muss ich noch weiter raus. So. Jetzt müsste es aber genügen, ja. Den Halter nehmen wir direkt auch raus. Eigentlich so wie immer. So, was haben wir hier? Ein bisschen Dreck, aber sonst alles wunderbar. Und genau hier drunter befindet sich nämlich auch der Getriebeölfilter. Ich schraube das mal ab und dann könnt ihr das auch direkt gleich selber sehen. Wir haben hier 2 Zehner. Da so viele immer gefragt haben, ja, heute nehmen wir mal auch einen Akkuschrauber, dann geht es ganz schnell. Sehr gut. Der Halter von unserem Luftfiltergehäuse ist mit an den Batteriekasten mit dran geschraubt. Und da sehe ich auch noch eine Schraube, sehe ich gerade. Also hier rechts. Na. Und die sehen alle natürlich nicht gerade sauber aus. Na, okay, könnte, hätte noch ein bisschen. Na komm. So, genau. Ich würde sagen, in dem Zuge, jetzt haben wir noch einen Imbus. Nehmen wir eine Größe. Nur mal größer. Wunderbar. So. Ach, man sieht so viel Plastik wieder. Eieiei, das wird lustig. Diesen Schlauch ab. Luftmassenmesser ab. Unterdruckschläuche. Da müssen wir nachher aufpassen, dass wir von unserem Magnetventil für die Turboladersteuerung und das Unterdrucksystem auf der, das zweite ging, glaube ich, noch zum Kugelgehäuseentlüft, also zum Gehäuse, Ventildeckel. Und das andere ging noch zur Druckdose vom Turbo und noch irgendwo hin. Ja, müssen wir gleich nochmal gucken.
Jetzt schaue ich gerade mal, ob der schon hier rauskommt oder ist es zu eng? Nee, dafür müssen wir den ganzen Kasten rausnehmen. Ich mache ja sowieso Filter und sowas neu. Da müsst ihr aufpassen, diese Nasen, die brechen gerne ab, ja, bei diesen Modellen. Passt auf, sonst rappelt und rasselt das nur noch hier. So, nehmen wir eine Schlauchschellenzange und machen mal an dieser Stelle, genau, den ganzen Schlauch ab. Genau. So. Zap. Jetzt wird schon langsam deutlich größer der Raum. Hä? What the heck? Digga, was ist denn da so lose drin? Hä? Alter, da bin ich jetzt aber neugierig. Was ist denn da so lose? Da kann doch nur der Luftfilter drin sein. Also da bin ich echt neugierig jetzt. Da nehme ich mal direkt einen Torx. Und wir schauen. Also das. Oh, ich bin nur noch zu groß. Also das ist ja jetzt sehr, sehr interessant. Was da rauskommt. Oder so locker ist. Ja, das brauchen wir. Oh, ja. Auch schon abgebrochen. Wenn aber hier noch, genau. Und da noch. Aber jetzt bin ich mal tierisch gespannt. Wie ein Flitzebogen. Ne, also hier ist nichts lose. Okay. Ganz behutsam zur Seite. Aber darunter muss jetzt was sein. Also jetzt bin ich echt. Das ist ein K&N Luftfilter gewesen. Oder ist einer? Ach, hier. Dieser. Warum ist das denn lose? Ich verstehe, das liegt normalerweise da unten drin. Hä? Das geht mir aber jetzt gar nicht in meinen Kopf. Warum das jetzt. Wieso ist der denn? Na gut. Den Luftfilter benutze ich jetzt schon seit 3 Jahren circa. Und der ist für mich, hat er seinen Dienst gemacht. Also, ich werde den auch nicht mehr weiterverwenden. Wir verwenden jetzt in Zukunft die Original-Papierfilter. Aber ich kann es nur empfehlen, bin damit gefahren. Er fährt immer noch. Der Filter ist auch noch nicht so zugesetzt, aber so langsam möchte ich mich davon verabscheuen. Jetzt können wir auch hier den Kasten rausnehmen. Die dicken Leitungen hier. Och, das wird ja eng. Am besten. Ich denke mal, ich mache hier das Plastik auch ab. Also die hintere Abdeckung, die Wand. Dann klappt es besser mit dem Nachbarn. Oh, komm schon. Na, wollt ihr denn? Ist er da auch wieder drauf? Eieiei. Ich kriege hier die Anfälle überhaupt. Ja, was ist denn mit dir? Das ist eigentlich mal auch wieder super, um auch die ganzen Kabel mal zu kontrollieren. Das, hier sieht man zum Beispiel noch das. Wartet. Ach komm. So. Hier sieht man zum Beispiel noch, dass von der alten Batterie so viel Rückstände noch Ablagerungen sind. Und da sitzt da unser Getriebeölfilter, den ich natürlich auch tauschen werde. Und man sieht schon die Rückstände von unserer Tandempumpe. Rückstände im Sinne von, er verliert Öl. Ist aber nichts Unbekanntes. Das ist fast schon normal. Oh, jetzt hole ich euch mal hier rüber. So. Na komm, ein bisschen noch. So, jetzt sieht man hier den Getriebeölfilter von unserem DSG-Getriebe. Die ganzen Masseleitungen hier, die könnten wir alle mal sauber machen. Man sieht auch hier die leichte Korrosion. Das ist unsere Getriebeölkühler. Aber alles soweit furztrocken. Also das ist wirklich
Motorlager könnte ich mir auch mal ansehen. Sitzt ja auch hier. Die Gummis sehen soweit gut aus. Ich habe auch ehrlich gesagt so keine Probleme. Aber aufgrund dessen, dass das DSG-Getriebe, beziehungsweise das Zwei-Massenschwung hat im DSG-Getriebe, auch natürlich Schläge und Vibrationen in die Motorlager mit reinballert, könnte es sein, dass der Verschleiß natürlich zugenommen hat. Das werde ich aber prüfen, wenn ich da mal das Getriebe sowieso abnehme. Ja, wir werden das Getriebe ausbauen, um natürlich auch das Zwei-Massenschwungrad zu tauschen. Und dabei werde ich mir das Getriebelager, beziehungsweise das Motor, es ist auf dem Getriebe auf der Glocke drauf, aber es ist ja in der Summe ein komplettes Motorlager. Jo, das werden wir natürlich uns alles ansehen. Und hier sieht man auch schon die wunderschöne Tandempumpe. Die ist komplett hier ölverschmiert und hier läuft das ganze Öl auch runter. Ich hole mal die Taschen, aber dann seht ihr das auch schöner und besser. So. Ja, also hier sehen wir richtig gut, beziehungsweise nicht, gut ist es ja eigentlich nicht. Das ist so eine richtige Ölschmiere, ja. Ja, da werden wir nur neue Dichtung nehmen. Definitiv. Ja, neue Dichtung kommt. Und natürlich Ventildeckeldichtung. Das brauche ich mir auch ehrlich gesagt gar nicht aufschreiben. Weil hier läuft es natürlich, wie man da unten unschwer erkennen kann, läuft es bis auf die Getriebeglocke. Jo. Und im schlimmsten Fall würde man denken, es ist der Simmering zwischen Getriebe und Motor, weil es ja halt außen entlang läuft oder durch den Spalt zwischendurch und dann wechselt man nachher etwas, was gar nicht nötig gewesen wäre. Ja, sonst sehen die Kabel eigentlich alle bei mir super aus. Alles wie vom ersten Tag. Ist halt dreckig, aber sonst. Supi. Getriebestecker. Hier zum Beispiel auch wunderschön, wie man an den Anlasser kommt. Ne? Der sitzt genau hier unten. So. Die Plusleitung nehmen wir mal weg. Da sitzt mein Anlasser. Auch funktioniert auch wunderbar. Gar keine Probleme. Schwierigkeiten. Top, top, top. Joa. Gut, also. Da haben wir das Rohr für den Turbo. Ich überlege. Ja, der Turbo, der kommt ja sowieso neu. Das kommt alles auch ab. Wir könnten mal Wellenspiel kontrollieren. Das könnten wir mal kurz machen. Dazu nehme ich mal hier oben. Da, wo ist die Kamera? Da. Wir nehmen mal den Schlauch direkt ab. Direkt von der Verdichterwelle. Genau. Ich stelle mal die Lampe so hin. Das müsste doch auch klappen, oder? So, was hatten wir da für einen Imbus oder was war das? Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Da ist sie nicht. Da. Ein Torx, alles klar. Oh, ist glaube ich sogar der passende, der gerade auf dem Schrauber sitzt. Genau, ich zeige es euch nochmal. Genau hier sitzt nämlich die Schraube, die diesen Schlauch, den kann man, da ist noch ein starres Stück Plastik, den kann man dann so zur Seite wegdrehen und ja, den Schlauch komplett entfernen. Und das will ich halt gerade tun. Aber er lässt mich nicht. Ja. Oh, der ist ja ganz schön locker. Warum ist der so locker? So. Warum ist denn der so locker, Alter? Ja. Hallo? Ach so, ja, wir können den natürlich nicht drehen, wenn wir die KG noch dran haben. Oh, oh, die Dinger hasse ich auch wie die Pest. Diese Stecker hier. Die Kurbelgehäuseentlüftung wird ja sowieso bei uns entfallen. Wir werden ja einen Filter dazwischen setzen. Oh, so. Na, hä? Das war ja alles gar nicht fest. Oder wie, oder was? Yo, guck mal. Die Schelle, die war gar nicht richtig drauf. Alter, da muss ich mir aber die. Jetzt muss ich mir aber den Tadel reinziehen hier. Eieieiei. Ich meine, gut, der hat natürlich gesaugt und hat dadurch keinen Leistungsverlust gehabt, aber das ist. Scheiße. Das ist nicht gut. So, und jetzt können wir das. Ja. Und das Stück, starre Stück meinte ich gerade. Und hier ist auch eine Dichtung drin, die ist. Auch sehr, sehr wichtig. Und hier sieht man auch das ganze Öl. Ich denke mal, das kommt ja, das kommt aus dem Turbo leider. Das ist so alles eine Matsche hier. Wir
könnten ja mal Wellenspielen uns ansehen. Alter, ölt mein Turbo. Hey, guckt euch das an, Freunde. Guckt euch meine Welle an da. Seht ihr das? Da ist komplett Öl drin in dem Lumpi-Galumpi. Eieiei, nicht gut, nicht gut. So, Handschuhe aus und einmal Wellenspiel prüfen. Hey, guck mal, aber wir haben kein minimal Axialspiel. Also der Turbo, so extrem wie er auch ölt, ne? Aber abschreiben muss man den noch nicht. Ja, geölt. Schleift er auch schon? Sorry, dass ich jetzt voll im Bild bin, aber ich bin neugierig. Schleift er? Nein, der hat nicht geschliffen, oder? Nein. Aber Öl, gut, das Öl kann aber auch von der KG kommen. Von der Kurbelgehäuseentlüftung. Und das wird natürlich in Zukunft dann nicht mehr sein, ne? Wenn wir die Kurbelgehäuseentlüftung jetzt sozusagen mit einem Filter versehen, dann kommt in den Ansaugtrakt nie wieder Öl rein. Solange der Filter leer ist. Ja, wenn er voll ist, natürlich schon. Aber solange er leer ist, wird kein Öl mehr diesen Weg finden zur Verdichterwelle bzw. zum Verbrennungstrakt. Und das ist der Vorteil. Das Ding sieht übrigens so aus. Wartet mal. Ja, so sieht das Teil aus. Ja, da wird zwischen diesem Punkt, wo ist mein Finger? Da. Zwischen diesem und dem Punkt zum Ansaugschlauch ist der Filter dann dazwischen und den Füllstand kann ich hier ablesen. Kann das Ding dann aufdrehen hier. Ne, nicht da. Doch, da ist auch eine Ölablassschraube, ne? Das war doch das, ne? Ja, dann kann ich das Ding aufdrehen, Öl ablassen und wieder weiterfahren. Genau, das soll halt dafür sorgen, dass wir, ja, wie gesagt, diese Sachen mit Öl hier nicht mehr haben. Das Problem ist ja, dass sich am Ende Dinge wie der Ladeluftkühler und so vollsaugen und dadurch dann die ganze Geschichte anfängt mit schlechter Verbrennung, schlechter Start und. Dass die Drehzahl schwankt, ist auch ein ganz großes Thema bei diesen Sachen. Also da auf jeden Fall dann gegen vorgehen. So, das gehört natürlich nicht dahin. Ja, die Tandempumpe, da brauche ich gar nicht überlegen. Da bestellen wir ja die Dichtung jetzt, weil wenn ich die jetzt abnehme, die Tandempumpe, dann läuft natürlich das ganze Öl raus. Das machen wir dann so direkt, dass wir das mit dem Öl, mit der Dichtung direkt wieder dran machen, wenn ich sie hier habe. Und die Ventildeckeldichtung, da brauchen wir auch nicht drauf eingehen, die ist auch futsch. Boah, schaut mal, wie da das ganze Öl runterlief. Das ist schon nicht mehr normal. Hier, das lief schon alles hier runter. Und dann hat sich den Weg nach unten gesucht. Sonst sehe ich hier in diesem Sektor eigentlich gar nichts mehr. Ja, würde sagen, dann schauen wir uns das Auto nochmal von unten an. Ich will in dem Zuge auch die Bremsflüssigkeit nochmal komplett wechseln. Die ist jetzt auch nicht so gravierend dunkel. Ich hatte das, glaube ich, auch vor 3 Jahren oder so mal gemacht. Aber ich mache das halt jetzt nochmal. Gucken wir uns das an, die Suppe. Ja, die ist noch super hell eigentlich. Trotzdem werde ich mal einmal noch mal die Bremsflüssigkeit wechseln, einfach für mich. Dann habe ich den aktuellen Stand und frische Flüssigkeit strömt dann wieder durch unsere Leitungen oder fließt durch unsere Leitung. Ja, die Druckdose und so war in Ordnung. Ja, wunderbar. Frei beweglich. Ich werde den Turbo auf jeden Fall aufbewahren. Vielleicht irgendwie Teile, die ich davon brauche, verwenden. Jo. Was ich auf jeden Fall dann auch machen werde, ist den Differenzdrucksensor hier oben tauschen. So, wo seid ihr da? Das ist der Differenzdrucksensor, der den Aschegehalt und den Beladungsgrad unseres Partikelfilters misst, beziehungsweise auch permanent kontrolliert. Dementsprechend dann auch natürlich die Regeneration einleitet anhand dieser Werte und Temperaturen natürlich. Kühlmitteltemperatur werde ich auch, den Sensor auch tauschen. Und Thermostat möchte ich auch tauschen in dem Zusammenhang. Thermostat sitzt hier unten, habe ich auch noch das erste drin. Ich denke mal, das ist auch kaputt. Hier unten sitzt das Thermostat, das ist das Gehäuse davon, wartet. Da unten sitzt es drin, das werden wir auch tauschen. Genau. Die, ups, nicht so weit runter, so. Sehr gut, also. Kurbelgehäuseentlüftung, die Schläuche habe ich sogar schon. Muss man echt gucken, wo die nochmal waren. Ich habe das ganze Set damals mit dem Filter gekauft, aus England sogar. Ist aus dem Rennsport und England fing damit an, diese Filter für die Kurbelgehäuseentlüftung zu, ja, für den normalen
Sterblichen dann zur Verfügung zu stellen. Sonst sehe ich hier wirklich gar nichts. Also wenn wir die beiden Sachen beseitigen, dann haben wir schon mal unser Ölproblem gegessen. Wir gucken uns das Auto jetzt nochmal von unten an. Dann schauen wir, prüfen wir lieber nochmal, ob auch alles wirklich, vielleicht haben wir noch was an der Ölwanddichtung oder so. Das schauen wir uns jetzt an und dann, ja, reden wir nochmal drüber. Leute, ich habe mir jetzt überlegt, euch mal in die Hand zu nehmen, damit ich es euch richtig schön im Detail zeigen kann. Hier sieht man zum Beispiel jetzt ankommen von der Verdichterwelle die Turboleitung. Ja, also das zum Thema entweder ölte Turbo oder wir haben zu viel Öldurchfluss an der Kurbelgehäuseentlüftung. Ganz großes Thema und wer weiß, wie voll der Ladeluftkühler ist. Getriebe von der Seite sieht furztrocken aus, ist es auch. Aber wenn ich so langsam in diese Richtung gehe, Alter Belli, guck dir das an, wie das Öl darunter lief, die Zeit lang. Jo, da hat sich sogar eine Schelle gelöst, habe ich gar nicht gewusst. Und das ist das, was ich meinte mit Simmering, ja. Ich meine, den werden wir ja sowieso tauschen. Ja, das deutet ja fast schon hier darauf hin, da guck mal, Motor, die Strebe hier, total voller Öl. Eigentlich alles, bis auf die Antriebswelle. Guckt euch das an, es ist alles voller Öl. Da. Es ist. Also die hintere Ventildeckelabdichtung, das kommt alles von da runter, ist am schlimmsten betroffen. Die vordere sieht ja noch nicht mal so schlimm aus. Wow. Meine Herren. Was ein Drama. Aber sonst die Gelenke und so. Von unserem Fahrwerk alles. Super geil. Oh, was hat sie denn da versteckt? Lebt er noch? Lebt er hier noch? Nein, er lebt nicht mehr. Doch! Der lebt sogar noch. Digga, was hast du dir da für einen Platz ausgesucht? Das gibt's doch gar nicht. Naja, noch kannst du da drin hausen. Kein Problem. Meine ganzen Querlenker, Zugstreben sehen soweit nicht top aus. Oh, warte mal, was sehe ich denn hier? Oh, ja, da bestellen wir doch glatt mal neue Gummis hier. Schaut mal da. Die sind auch schon durch. Ja, da sind überall die Risse zu sehen. Die bestellen wir auf jeden Fall auch neu. Da ist auch alles. Oh, wie schön da. Kann man am schönen Rädchen drehen von unserem Fahrwerk. Nee, gucken wir erstmal weiter wegen Öl. Also hier, ich denke, wir machen oben die Tandempumpe und die Ventildeckeldichtung. Werden einmal alles reinigen, weil das hier alles ist nicht von der Ölwanne oder so. Das kommt von oben. Ne? Schaut euch mal das an. Das ist alles pitchnass mit Öl verseucht hier. Wir können ja auch nochmal durch den Tunnel gucken. Ja, da sehen wir unseren Ölkühler, die Druckdose, die ich meinte, die kleine da vorne. Ja, da geht der andere Schlauch hin von unserem Magnetventil. AGR-Rohr, alles da, wo es auch sein sollte. Ja, nur bei dem Getriebe, ich frage mich, soll ich vielleicht den Motor ablassen? Könnte man ja machen, ne? Was würdet ihr sagen, Freunde? Soll ich den Motor ablassen? Um das Zwei-Massensprungrad zu tauschen, wobei man kommt auch so gut dran, ne? Ja, ist auf jeden Fall, sieht nach Party aus. Ja, da bildet sich schon ein Tropfen, seht ihr das? Ist kurz vor davor runter zu tropfen. Alter. Ja gut, okay. Ja, da würde ich sagen, in diesem Sinne, wir sehen uns dann morgen. Ich werde schon morgen dann einiges, wie gesagt, bestellen. Ich weiß aber nicht, ob es schon da ist. Wenn es da ist, holen wir direkt morgen Ventildeckel aus und die Tandempumpe und werden natürlich die neuen Dichtungen einsetzen. Dementsprechend dann sofort weitermachen mit Reinigung und so weiter und so fort. In diesem Sinne, euer Mr. Do It. Bis morgen, bis dann. Ciao.